Und es gab ganze Serien als UMD. Alter, ich habe hier nie was davon gehört. Wunderschönen guten Tag zu diesem normalen Reaction-Video hier auf dem Kanal. Und heute habe ich mir mal was ganz Besonderes rausgesucht. Denn es gibt einen kleinen Kanal, der nennt sich Flakes. Und ich denke, damit kann man vielleicht auch ein bisschen unterstützen. Das Video hat 29.000 Aufrufe gemacht, also ist auf jeden Fall schon eine Runde rumgegangen. Aber es gibt ein Video, was er gemacht hat. Leute haben Fernsehen auf ihren Handhelds geschaut. Angeblich. Und ich kann mich erinnern, dass es damals für den Sega Game Gear gab es so ein TV-Modul, das konnte man reinstecken, richtig mit Antenne und sowas alles. Können wir sicherlich hier mal einblenden. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir hier so rausbekommen aus dem Ganzen. Als Nintendo 1989 den Game Boy auf den Markt brachte, sollten sie damit auch portables Gaming für immer verändern. Man konnte nun nicht nur zu Hause, sondern auch im Bus, in der Bahn, auf dem Schulhof, praktisch wo auch immer man wollte, auf einen Bildschirm starren und seine Videospiele genießen. Beste Zeiten. Habt ihr in letzter Zeit mal was auf dem klassischen Game Boy gespielt? Beste Zeiten. Ist aus heutiger Sicht nicht mehr wirklich berauschend. Damals war es aber auch nicht ohne Grund die beliebteste Art, unterwegs zu zocken. Aber wirklich. Es gab zwar auch damals schon Alternativen und der Game Boy war auch nicht die erste portable Konsole, es kam aber nichts auch nur ansatzweise an dessen Popularität heran. Über die Jahrzehnte entwickelte sich die Idee des portablen Gamings rasant weiter und weiter, bis hin zu quasi Hochleistungscomputern, die man quasi in der Hosentasche verstauen kann. Bis es aber dazu kommen sollte, ließen sich Entwickler einige Dinge einfallen, für die man die Handhelds neben dem Spielen von Videospielen zusätzlich nutzen konnte. Manche dieser Ideen waren schlecht, andere wiederum waren äußerst schlecht. Das alles gipfelte aber schließlich in der Idee von DC Studios und Majesco Entertainment, die sich dachten, hey, Fernsehen. Ich wusste nie, wie diese Studios dahinter hießen, aber DC Studios, da dürfen die sich so nennen? Naja, DC Comics, naja, ich weiß es nicht. Das war übrigens nicht das DC Studios. Alles klar. Sondern eine Entwicklerfirma, die 2007 pleite gegangen ist und für Klassiker wie zum Beispiel Rayman DS oder Hannah Montana stand. Ist Hannah Montana ein Klassiker? Also ich habe das in letzter Zeit schon öfter gehört, ne? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das jetzt so der Brüller war. Die Zeit, in der sie diese Idee hatten, war natürlich eine vor Smartphones und Tablets. Eine Zeit, in der diese Monitore für den Autositz der coolste Scheiß überhaupt waren. Alter, hätte ich heute gerne noch. Jetzt nicht unbedingt in dem Design. Heutzutage klemmt man wahrscheinlich eher so ein Tablet ins Auto, aber... Uiuiuiui. Ich kannte übrigens nie jemanden, der so welche wirklich hatte. Ich weiß also gar nicht, ob die wirklich so cool waren oder ob ich einfach nur komplett auf die Werbung reingefallen bin. Die Möglichkeit, Alter, unterwegs Filme und Serien schauen zu können, war aber definitiv gefragt. Und es gab neben diesen Monitoren, die du ja praktisch auch nur im Auto verwenden kannst, schon andere Konzepte, die dies ermöglichten. Am beliebtesten waren dabei die mobilen DVD-Player. Alter, so, ich wollte so gerne so einen haben. Ich meine, heutzutage machst du alles mit Notebook und so, aber damals so ein DVD-Player für unterwegs, das wär's gewesen, Alter. Aber ich glaube, ich hätte nichts anderes mehr gemacht, außer zu Hause rumzusitzen und zu liegen und unterwegs zu Hause rumzusitzen und zu liegen. Das ist eben genau das, ein DVD-Player mit integriertem Bildschirm, den man überall mit hinnehmen kann, theoretisch. Ihr größter Kritikpunkt war aber neben der miesen Batterielaufzeit, dass man sich ein zusätzliches Gerät anschaffen musste. Außerdem packt man so ein Ding nicht mal eben in die Hosentasche. Man wollte also eine portable Hardware finden, die die Leute bereits besitzen und auf dieser dann Filme oder Serien veröffentlichen. Das hier ist passiert. Game Boy Advanced Video. Was? Official Nintendo Seal. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwas Drittherstellermäßiges, aber anscheinend nicht. Von 2004 bis 2007 wurden insgesamt 36 Game Boy Advance Video Cartridges veröffentlicht. Die Cartridge wurde eben oben falsch reingeschoben, oder? Kann das sein? Moment. 7 wurden insgesamt 36 Game Boy Advance. Ja. Aber ist ja wieder spannend. Video-Cartridges veröffentlicht. Die meisten enthalten bis zu 4 Folgen von ausgewählten Cartoons und Animes, wobei aber auch 3 komplette Filme erschienen sind. Eine GBA-Video-Cartridge fasst zwar mit 64 MB doppelt so viel wie normale GBA-Games. Okay, 64 MB ist aber schon nicht schlecht. Das ist allerdings immer noch bis zu 133 Mal weniger, als beispielsweise DVDs speichern können. Dementsprechend leidet natürlich auch die Audio- und Videoqualität der Serien und vor allem die der Filme darunter. Aber es sieht jetzt gar nicht mal so scheiße aus, dafür, dass da höchstens 64 MB drauf waren. Also finde ich jetzt gar nicht so übel, ehrlich gesagt. Und wisst ihr, was mich schon immer getriggert hat beim
Nintendo DS Lite, dass die Cartridge nicht mittig drin saß, sondern immer hier so ein bisschen versetzt. Das war vermutlich auch der Grund, warum sie sich letztlich nicht durchsetzen konnten. Denn ja, es ist eine Möglichkeit, sich unterwegs etwas anzuschauen, und da die Cartridges genauso groß wie normale GBA-Spiele sind, kann man sie auch problemlos mitnehmen. Zur Wahrheit gehört aber nun mal auch, dass einem schon nach nur ein paar Folgen danach für knapp 2 Stunden die Augen brennen. Insbesondere die Filme laufen dabei auch alles andere als flüssig. GBA Video kam anscheinend auch in Europa raus. Ob sie aber tatsächlich auch in Deutschland released wurden, konnte ich nicht rausfinden. Ich habe hier nie was davon gehört. Niemals. Aber Filme auf dem GBA gucken, das muss doch so ein... Wobei die PSP war da, glaube ich, noch gar nicht im Anmarsch. Nein, auf keinen Fall. Aber ich hätte nie gedacht, dass es sowas auf dem GBA gab. Leicht zu bekommen sind sie aktuell auch nicht wirklich. Ich musste das hier beispielsweise aus den USA importieren. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, verpasst ihr aber auch nichts, wenn ihr euch keine holt. Ja, für Sammler ist das schon, glaube ich, ganz geil. Also ich glaube, Sammler verpassen dann schon was. Die Videos laufen übrigens auf jedem System, auf dem auch GBA-Spiele laufen. Das hier zum Beispiel läuft ja jetzt die ganze Zeit auf dem DS Lite, was vermutlich auch noch am angenehmsten ist. Auf dem Game Boy Player für den GameCube, mit dem man ja eigentlich GBA-Spiele auf dem Fernseher spielen kann, laufen sie allerdings nicht. Diese Beschränkung wurde hinzugefügt, weil man verhindern wollte, dass die Folgen auf DVDs oder VHS-Tapes gespielt werden. Ja, unbedingt. In der Qualität bräuchte das auch. Wenn es jemand nötig hat, sowas hier unbedingt auf einer DVD zu haben, dann lasst ihn doch einfach. Alles in allem war es aber schon eine coole Idee, Fernsehen mit einem Handheld zu kombinieren. Ich denke nur, es wäre um einiges sinnvoller gewesen, wenn man das Ganze auf einem System umgesetzt hätte, das auch die nötige Power und ein Speichermedium besitzt, das dazu in der Lage ist, eine angenehme Qualität zu liefern. Ja. Oh mein Gott, wenn ich das schon sehe. Ich sehe die da immer schon aufschlagen. Oh Gott. Im Gegensatz zum Game Boy Advance wurde die PlayStation Portable mit dem klaren Ziel entwickelt, sie als Multimedia-Konsole für unterwegs zu vermarkten. Stell dir vor, du hast eine nagelneue PSP in der Hand und die wurde offensichtlich schon überall rumgereicht, weil die ist schon voller Fingerabdrücke und Kratzer. Wo man heute auf die PSP schaut und sie eher als portable PS2 bezeichnet, was ja auch eine Konsole war, die neben den Games auch DVDs abspielen konnte und die sich viele auch als Alternative zum DVD-Player kauften, bezeichnete Ken Kutaragi, damals noch CEO von Sony, die PSP als Walkman des 21. Jahrhunderts. Und schwierig. Auch wenn den Platz dann wohl doch eher der iPod einnehmen sollte, konnte die PSP dennoch weitestgehend überzeugen. Das lag vor allem daran, dass sie im Vergleich zum GBA sowohl in der Qualität als auch in der Quantität ordentlich drauflegen konnte. Ihr müsst euch vorstellen, das hier existierte parallel zueinander. Ernsthaft? Also, der Unterschied kommt in echt deutlich krass. Ja, das glaube ich, ey, aber krass. Ich hätte nicht gedacht, dass das parallel lief. Ich glaube aber, Nintendo hat GBA-Video sowieso immer nur als eine Art Bonus-Feature gesehen, wohingegen Sony wirklich ernst machte. Klar, man muss... Alter, eine UMD-Sammlung wäre heutzutage auch nochmal was ganz Nettes. Ich weiß noch, wo die PSP langsam auslief, hat man die ganzen UMD-Filme für 3 Euro bekommen oder so. Ich weiß nicht, ob die was wert sind. Ich habe jetzt noch nicht genau geguckt, aber... Ich glaube, es wäre schon ein schönes Sammlerobjekt. Musste sich auch hier zunächst ein neues Gerät kaufen, das war ja eben einer der Kritikpunkte des portablen DVD-Players. Allerdings konnte man die PSP natürlich auch für Games nutzen und auch hier war die Auswahl alles andere als verkehrt. Der Grund für die vergleichsweise gute Qualität war neben der Hardware der PSP, die natürlich auch ein paar Jahre später als der GBA, aber immer noch im gleichen Jahr wie der DS rauskam, das Format, das sie für Spiele, aber eben auch für die Videos nutzte. Die Universal Media Disc oder auch UMDs sahen aus wie kleine DVDs und ich dachte damals, als ich meine PSP bekam, dass man sie aus diesen Plastikcases rausnehmen musste. Nein. Irgendwann habe ich dann aber auch gerafft, dass man sie da drin lässt und mit dem Case zusammen in die PSP legt. Irgendwann? Ich will gar nicht wissen, wie viel er davon kaputt gemacht hat. UMDs können bis zu 1,8 GB Daten speichern, was zwar immer noch fast 5-mal weniger ist als das, was auf eine DVD passt, gleichzeitig ist es aber auch 28-mal mehr als das, was eine GBA-Video-Cartridge speichern konnte. Somit waren die UMD-Videos für die PSP ziemlich erfolgreich, wenn auch nicht direkt zu Beginn. Da kamen die Verkaufszahlen nämlich nicht ganz dem nach, was man sich bei Sony versprochen hatte. Größter Kritikpunkt war, dass die UMDs exklusiv auf PlayStation Portable-Systemen abgespielt werden konnten und eben nicht, wie beispielsweise DVDs, auf Systemen verschiedener Hersteller liefen. Einige Produktionsfirmen sprangen deshalb auch ab oder wollten sich, wie im Fall von Paramount zumindest, eher auf andere Videoformate wie etwa die HD-DVD konzentrieren. Moment mal. Gab es nicht externe UMD-Player für TVs? Ich
bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin der Meinung, ich habe sowas mal gesehen, dass es mal einen UMD-Player für TVs gab. Also irgendwie scheint es möglich zu sein. Aber ah, ist schon spannend. Ist schon spannend. Ich mache mal Pause, damit das sacken kann. Es war tatsächlich gar nicht so leicht herauszufinden, wie viele Videos letzten Endes für die PSP erschienen sind, da es auch einige Region Exclusives gab. Es sollten aber wohl um die 1000 gewesen sein. Oh, krass. Diese vergleichsweise große Bibliothek sorgte auch dafür, dass man quasi jede Zielgruppe erreichen konnte. Es gab neben Filmen und Serien zum Beispiel auch Musikvideos und Es gab ganze Serien als UMD. Alter. Sportevents. Hier bin ich mir übrigens nicht sicher, ob das als Versprechen oder vielmehr als Warnung zu verstehen ist. Auch was die Genre betrifft, ist soweit eigentlich alles Wichtige dabei und eben nicht nur Cartoons, wie es bei den GBA-Videos der Fall war. Die PSP hatte also eine gute Hardware, die durch die UMDs auch Videos in einer besonders zu der Zeit überdurchschnittlich guten Qualität unterwegs abspielen konnte und dabei gleichzeitig auch praktisch jede Zielgruppe durch ihre große Auswahl erreichte. Was ließ die UMD-Videos also letztendlich scheitern? Gar nichts. Eigentlich. Denn ich denke mal, es sollte jetzt für niemanden. Alter, das sind die einzigen GTA-Teile, die ich noch nicht gespielt habe. Liberty City Story und Vice City Story. Schreibt mir bitte mal dazu wirklich rein, ob die auch spielenswert sind. Weil wenn ich die hier so auf dem großen Bild sehe, sind die ja schon relativ detailarm, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde die gerne mal nachholen. Eine schockierende Nachricht sein, dass UMDs heute von keinem System mehr verwendet und somit auch nicht mehr produziert werden. Sie blieben bis heute exklusiv für die PSP-Systeme und gingen demnach erst mit der Konsole zusammen unter. Denn der Nachfolger der PSP, die PlayStation Vita, nutzte keine UMDs, sondern Vita-Cartridges. Dabei hatte Sony mit der PSP Go bereits selbst versucht, die Käufe eher auf Downloads zu fokussieren. In Das muss man sich mal vorstellen, 2009 auf Downloads zu gehen. Ich meine, diese Konsole ist echt sexy, diese PSP Go. Aber ohne irgendeiner Weise physische Datenträger vor 14 Jahren. Indem sie hier keinen Disk Drive einbauten. Die PSP Go ist also die einzige PSP-Variante, die nicht mit UMDs kompatibel ist und war somit vermutlich eine der ersten Digital-Only-Konsolen überhaupt. Das Ganze sorgte aber eher dafür, dass die PSP Go gefloppt ist und die Nutzer weiterhin UMDs nur eben auf älteren PSP. Alter, 667,9 gegen 17,6. 1000. Au, 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 au. Modellen verwendeten. Die PlayStation Portable war mit ihrer Funktion, Filme unterwegs schauen zu können, ohne dabei zu große Qualitätseinbußen in Kauf nehmen zu müssen, eine zu der Zeit wirklich coole Sache, mit ihren UMDs aber gleichzeitig auch ein Relikt ihrer Zeit. In der Zeit nach der PSP konzentrierte man sich nämlich allgemein primär auf Downloads, respektive etwas später dann auch auf Streaming. Für Handhelds bzw. Systeme mit Handheld-Funktionen wie die Vita, den 3DS, die Switch oder auch das Steam Deck sind keine Filme oder ähnliches in physischer Form erschienen. Und auch wenn die meisten Handhelds aus dieser Zeit zwar die ein oder andere Streaming-Plattform unterstützten, ist die Auswahl, was das angeht, doch eher dünn. Das Steam Deck, mal ausgenommen, aber das ist ja auch eher ein portabler PC und weniger eine Konsole. Wenn wir uns einfach mal die beliebtesten Handhelds, die nach der PSP erschienen sind, anschauen, zeigt sich, dass die meisten davon Videostreaming maximal als zusätzliches Feature integriert haben und den Fokus deutlich mehr auf die spielerische Ebene gelegt haben. Ist halt sowieso die Sache, die meisten Leute gehen ja auch gar nicht mehr auf Blu-rays und auch ich überlege mittlerweile wirklich jeden Film, den ich mir kaufe, zweimal. Und ich ärgere mich jedes Mal drüber, weil wenn man dann doch mal abends auf der Couch sitzt und mal wieder das Internet irgendwie rumspackt, weil XY hier irgendwo seine Filmchen guckt, dann stockt das halt und das hast du halt mit der Blu-ray nicht. Und aber trotzdem überlege ich es halt zweimal, weil Blu-rays halt recht preisintensiv sind und den letzten, den ich mir gekauft habe, war der Mario-Film. DS-Systeme, die GBA-Cartridges lesen können, sind natürlich auch in der Lage, die GBA-Videos abzuspielen. Ansonsten gab es keinen Videosupport speziell für den DS. Der 3DS hatte unter anderem eine Netflix- und eine YouTube-App. Beide hatten aber wohl nicht die beste Benutzeroberfläche und sind auch seit ein paar Jahren schon nicht mehr verfügbar. Die Switch unterstützt hier in Deutschland als einzig wirklich relevante Plattform ausschließlich YouTube. Und auch wenn es lange Gerüchte über Netflix und Prime Video Support gab, denke ich nicht, dass das nach mittlerweile 6 Jahren im Life-Circle der Switch noch passieren wird. Wird auch nichts mehr kommen. Und ich wundere mich auch bis heute, warum nicht wenigstens noch ein paar alternative Apps erschienen sind. Bestimmt wieder irgendwas wegen Kosten, Lizenzgebühren oder sonst Im was. US-Store beispielsweise ist neben YouTube auch noch Hulu verfügbar. Die PlayStation Vita war somit der einzige Handheld aus der Zeit, der noch etwas Fokus auf Videostreaming gelegt hatte. Und auch wenn es hier als wirklich relevanter Anbieter auch nur Netflix, YouTube und theoretisch noch Hulu gab, soll hier wenigstens die Benutzeroberfläche ganz gut gewesen sein. Und dazu kam noch das OLED-Display.
Das dürfen wir aber nicht unterschätzen. Auch wenn der PS Vita Store noch online ist, wurden Streaming-Apps mittlerweile entfernt. Ich persönlich habe übrigens keins der gerade aufgezählten Systeme jemals auch nur für eine Sekunde dafür genutzt, um darauf Videos zu schauen. Das wird wahrscheinlich vielen so gegangen sein und der Grund dafür ist, denke ich, ziemlich offensichtlich und wohl auch den Entwicklern schnell bewusst gewesen. Smartphones waren zu dieser Zeit im Aufschwung und nahmen den portablen Videomarkt, ich glaube, das ist kein Wort, aber wisst schon, was ich meine, beinahe komplett für sich ein. Zwischenzeitlich sorgten Ja, das alte iOS-Design. Damals haben sich alle aufgeregt, wo dieses flache Neue kam und weil es ja jetzt so bunt ist und nicht mehr so stylisch. Aber jetzt, wo ich das so sehe, wieder nach ein paar Jahren, die Designs sind schon... Hui, ich meine, sie sind immer noch stylisch, aber also so ganz in die Zeit passen sie schon nicht mehr. Smartphones sogar dafür, dass die meisten Leute auch was portables Gaming betraf, lieber hier zugriffen, anstatt sich einen klassischen Handheld zu kaufen. Das kühlte sich zwar wieder etwas ab und ja, die Switch ist kein Handheld in dem Sinne, dass sie eine Hybridkonsole ist, sie ist aber auch eben genau das, eine Spielekonsole. Handhelds aber zu nutzen, um auf ihnen Filme oder Serien zu schauen, wird in naher Zukunft wohl eher nicht wiederkommen und das besonders nicht in physischer Form. Ich denke aber nicht, dass die PSP mit ihren UMDs eine Eintagsfliege war, weil die Idee oder die Umsetzung schlecht war, das würde wohl eher hierauf zutreffen. Auch nicht, weil diese nicht erfolgreich genug waren, sondern weil sie genau zu der Zeit existierten, in der die Technologie weit genug, die Nachfrage nach einer portablen Möglichkeit Videos zu schauen groß genug und eine gute Alternative quasi nicht vorhanden war. Ja, also abgesehen mal davon, dass man mit der PSP auch gar nichts hätte machen können, in Sachen Streaming und so, aber ich bin immer noch Fan von Datenträgern, muss man mal so ganz ehrlich sagen. Und kurz vor dem Ende hier von dem Video nochmal ein kleiner Hinweis, das wurde mir per Twitter eingereicht oder per X. Guckt einfach mal auf twitter.com/nerdovernews, da könnt ihr mir followen und da könnt ihr dann auch bei der nächsten Umfrage wieder Reaction-Themen einschicken. Sie konnten also nur zu genau dieser Zeit in den 2000ern existieren und auch wenn die UMD-Videos aus heutiger Sicht etwas absurd wirken können, haben sie aus damaliger Sicht einfach Sinn ergeben und es ist immer cool zurückzublicken auf eine Zeit, in der sich die Entwickler noch etwas mehr Kreativität erlauben konnten. Aber das ist krass. Das mit dem Game Boy Advance Video wusste ich nicht. Und gab es denn so eine Sache noch? Eigentlich kenne ich das auch nur von stationären Konsolen. Und wie gesagt, es gab noch fürs Mega Drive, um da mal hier nochmal zu gucken. Mega Drive TV. Gab es ja noch den... Ach, nicht Mega Drive, Blödsinn. Blödsinn. Wie heißt denn das Ding? Game Gear TV. Genau. Gab es ja auch noch diesen Empfänger hier. Also da ging schon einiges damals. Also man hat das schon immer mal probiert, so umzusetzen. Damals war TV halt größere Sache als irgendwelche Filme von unterwegs und so. Aber auf jeden Fall schon eine krasse Sache meines Erachtens nach. So, Leute, das war's dann aber auch schon. Geht gerne auf den Kanal von Flakes. Gucken wir doch einfach mal. Ah, der hat bisher nur 2 Videos, aber ganz frisch dabei und braucht offensichtlich noch genug Follower. Erst ab 1000 Abonnenten werden so eine Videos auch monetarisiert, also geht da unbedingt mal drauf, lasst da vielleicht mal ein Abo da. Ich finde, er hat sich die Aufmerksamkeit verdient, hat ein schönes Video abgeliefert und das gucken wir ja demnächst auch nochmal gucken. So, das war es dann allerdings auch schon mit dieser Live-Reaction. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr wisst Bescheid und wir sehen uns zur nächsten News. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal und ciao.